Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball. Willkommen zurück zur DBLDW Vorschau. Sicher kürzer als eine Halbzeit, aber auch deutlich länger als die Zündschnur von Leroy Sané gestern im Match Österreich gegen Deutschland. Willkommen zurück. Hallo Peter, hallo Fabio. Servus. Schön da zu sein wieder. Ja. Vor allem im Studio. Letztes Mal waren wir in so einem woanders, Fabio, gell? Ja, da hat es ein bisschen Gehalt, aber es war angeblich gar nicht so schlimm. Wir haben schon ein paar Antworten auch auf Spotify erhalten. Hast du die gelesen? Ich wollte die Umfrage verändern, weil ich nämlich gerne sowas schreiben würde wie: Wie war die Akustik bei der aktuellen Runde? Rapid-Viertelstunden-esk oder sowas wie WSG Tirol-Fan. Ja, so, ich habe ich nicht gemacht. Nein, es waren Antworten. Auch ja, diese 175. Runde war es wieder wert, in aller Länge gehört zu werden. Die Soundsorgen waren unbegründet, da gab es schon abenteuerliche Folgen. Stichwort Urlauber. Freue mich auf die News. Und eine zweite Nachricht war noch ein bisschen zu rapidlastig. Dafür waren die Hallfahnen oder die eingebauten Peter K. Wagner-Nieser ein akustischer Ohrenschmaus. Also das sind immer tolle Kritik. Das ist ja Wahnsinn. Und das könnt ihr alles hören bei, oder hören. Soll ich denn heute Schlag manchmal, oder? Den Rapp. Achso, okay. Schlag den Rapp, ob den, ist noch mehr das Foto dabei dann. Also dann hat man es wahrscheinlich eh verstanden. Peter Rapp, absolute Legende. Sure, gell? Das ist ja toll. Habe ich mal kennengelernt bei einer Veranstaltung. Sein Oberlippenbart sehr gelblich. Das haben wir auch besprochen. Ja. Ich glaube, das dürfte das Rauchen sein. Ja, gell? Ich glaube auch. Kommen wir zur DBLDW-Vorschau. Wir sind wieder zurück und haben natürlich unser DBLDW-Update, wo wir uns heute natürlich mit dem ÖFB-Team ein bisschen auseinandersetzen wollen und werden. Dazu noch unsere vier Fragen zur aktuellen Bundesliga-Runde. Wir kommen ja wieder zurück in die Admiral-Bundesliga und zum Abschluss gibt es noch einen DBLDW-Alumnus. Können wir sagen? Sehr schön. Das DBLDW-Update. Bist du narrisch? Wahnsinn. Überragend. Ungefähr so. Episch hat die Kronenzeitung geschrieben. 2:0 Sieg gestern. Wir nehmen heute am Mittwoch auf. Gestern ÖFB-Team gegen das DFB-Team. Österreich gegen Deutschland gewinnt 2:0. Schon sehr, sehr großartig. Sind wir jetzt schon reif, als Europameister Geheimfavorit gehandelt zu werden? Ja, ich glaube, da muss man aufpassen. Wobei, habe ich nicht schon vor ein paar Wochen gesagt, dass wir Europameister wären? Ich glaube. Sehr wichtig jetzt wohl, nicht zu euphorisch zu werden, weil es ist ein Freundschaftsspiel, Testspiel. Es ist eine Mannschaft, die einen neuen Trainer hat, die seit Jahren eigentlich nicht mehr funktioniert, auch wenn sie einen großen Namen hat und viele gute Spieler. Aber trotzdem war es natürlich ein guter Auftritt, aber Deutschland ist sicher nicht auf dem Niveau, auf dem sie dann sein werden, wenn dann die Europameisterschaft da ist. Da stimmt ja derzeit vieles nicht und gleichzeitig stimmt vieles bei Österreich und dann kommt so ein Ergebnis zustande. Oder Fabio? Ja, kann man so sagen. Ich habe nur zweite Halbzeit gesehen. War extrem beeindruckend und positiv aus österreichischer Sicht, aber wie ihr richtig gesagt habt, man soll es nicht überbewerten. In Österreich ist oft alles, entweder sind wir richtig schlecht oder wir sind eh schon die nächsten Europameister. Dazu habe ich auch einen Tweet gefunden, der mir sehr gut gefallen hat, von Johannes Kristoforic. Einer muss es ja sagen, ja, wir werden Weltmeister und das bei einer EM. Also ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Ich glaube, auch wie man Österreich in solchen Höhenmomenten dann wahrnimmt. Jetzt ist wieder alles richtig schön. Ich war ja dann die zweite Halbzeit in einem Wirtshaus und habe mir das dort angeschaut und ich weiß auch, warum ich in Zukunft für die Spiele zu Hause schauen werde. Ja, aber genau, also für diese Gesamt-Mainstream-Öffentlichkeit ist es natürlich total toll, einen Sieg gegen Deutschland zu feiern. Das ist immer was Besonderes. Zuletzt ist es 2018 passiert unter Franco Foda. Ein 2:1 Erfolg. Und jeder Sieg gegen Deutschland bleibt irgendwie so in Erinnerung. Natürlich Córdoba, Gijón kennen wir auch alles, diese Geschichten von früher. Also Gijón haben wir gar nicht gewonnen, haben wir verloren. Ja. Naja, aber jedenfalls ist natürlich immer ein besonderes Spiel, aber da muss man wirklich aufpassen, weil Deutschland natürlich den Namen hat und auch die Namen am Platz stehen und auch auf der Trainerbank ein Name sitzt. Aber
aber die sind schon ganz weit davon entfernt, am Platz eine geschlossene Mannschaft zu sein, wie Nagelsmann das auch bei der PK danach gemeint hat. Ja, schauen wir mal, wo die sich hinentwickeln, aber die sind, also da merkt man halt schon, dass da ganz eine neue Spielidee irgendwie jetzt da ist und dass der viel will und dass das nicht so funktioniert. Ich habe ganz interessant gefunden, wie er in der Pressekonferenz gemeint hat, dass er viele Spieler hinten sind, die natürlich toll sind, aber nicht so gewohnt sind, auf zweite Bälle zu rammeln. Das finde ich super, super ausgedrückt. Aber da steckt schon viel dahinter. Ne? Und gleichzeitig war es halt er, wenn man so will, er als Lehrling gegen den Lehrmeister Rani gestern. Der Lehrmeister hat gewonnen. Aber Rani hat jetzt schon sehr lange einen klaren Weg verfolgt. Und muss man auch dazu sagen, natürlich, Rani hat sich nicht umsonst das österreichische Nationalteam angenommen, weil er natürlich genau die Spieler dort findet, aufgrund von Salzburg, weil die halt herumstrahlen, die er halt für seine Spielidee braucht. Und Nagelsmann muss halt schauen, wie er mit, ob er mit seiner Spielidee oder ob sie vielleicht ein bisschen eine andere werden sollte, um mit Deutschland erfolgreich zu sein. Und auch wenn er es nicht zugeben würde, weil dafür ist er viel zu sehr Söhr in Wahrheit, aber das war natürlich Genugtuung gegen Deutschland, nicht weil es sein Heimatland ist, sondern weil er ja oft genug Absagen bekommen hat, noch nie die Wertschätzung in dem Land. So, er hat dann von einzelnen Vereinen wie oder von einzelnen Persönlichkeiten, nämlich Dietmar Hopp bei Hoffenheim und Didi Mateschitz bei Leipzig damals, die Chance bekommen zu arbeiten, aber war dann der DFB wirklich ihm vertraut? Da hat man noch fünfmal lieber einen ehemaligen Weltmeister oder was auch immer zurückgeholt, und das hat mich schon sehr gefreut für ihn, weil er einfach ein absoluter Fachmann ist, ein Fußballbesessener, und demnach war das wirklich toll. Mich würde interessieren, weil Thomas, du hast gesagt, du hast das Spiel auf ZDF verfolgt, richtig? Ja. Ich meine, die Einwechslung Max Entrup vor einem Jahr noch in der Regionalliga Ost bei Machfeld und Matthias Seidel vor zwei Jahren noch Spieler des SV Kuchl oder zweieinhalb Jahren. Das war großartig, weil der Kommentator, übrigens Oliver Schmidt, großartiger Typ, also den höre ich mir gern an, war wirklich gut und hat dann gesagt, jetzt kommt noch Max Entrup, so quasi, jetzt und ich würde nicht sagen, jetzt verhöhnen sie uns auch noch, aber jetzt kommt noch ein Debütant, der erst vor der letzten Saison noch eben vor 350 Zuschauern gespielt hat und jetzt vor 50.000 spielt, der erste Spieler von Hartberg, also er hat wirklich viel reingebracht, das ganz Fußball-Deutschland jetzt gehört hat, das war natürlich für den Max Entrup und für Hartberg und für die Bundesliga natürlich großartig, und hat dann wirklich gefühlt minutenlang über Max Entrup gesprochen, wie cool und wie lässig, und dann hat er auch noch die Möglichkeit gehabt, gemeinsam mit Matthias Seidel, also da waren schon einige gute Dinge mit dabei. Ich würde nur noch zwei Sachen noch ergänzen, zum einen Michael Gregoritsch, der im Interview beim ZDF gesagt hat, wir freuen uns, es ist großartig, aber man muss schon auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wir kommen von einer Pflichtspielsaison im Nationalteam. Deutschland kommt von einer Testspielsaison, weil die ja fix qualifiziert sind. Da ist es einfach immer schwer, sich gleich da wieder raufzubäumen, auch wenn es gegen Österreich normalerweise für sie normal sein sollte. Aber die Österreicher haben es immer ein bisschen leichter gegen Deutschland, muss man dazu sagen. Und das Zweite, was Julian Nagelsmann gesagt hat, ist, es geht gar nicht um das Konzept. Ich glaube, da werden eher die richtigen Spieler dann gesucht werden müssen. Also er redet eher von diesen mentalen Problemen, dass man sich da nicht aufbäumt und Gas gibt und vielleicht ein bisschen zu schön spielt und nicht richtig spielt. Ja. Obwohl interessanterweise er gesagt hat, dass sie extrem geschlossen auftreten außerhalb des Platzes. Sie sitzen lange zusammen, ja, genau. Und diskutieren, genau, ja. Und es ist alles toll. Und es ist aber am Platz, können sie das dann nicht übertragen. Der Transfer auf dem Platz, hat er gesagt. Genau, aber ich glaube, zwei Dinge. Eines, es wäre ja sehr deutsch, wenn Deutschland jetzt Europameister wird. Absolut, ja. Das Zweite, was jetzt ein bisschen gegen diese These spricht, die Qualität der Mannschaft, wenn ich die jetzt vergleiche mit der Weltmeisterschaftsmannschaft, ist ja schon drastisch schwächer. Füllkrug, toller Spieler, kein Thema, aber dass das jetzt die Lösung vorne ist, das ist kein Klose, das ist kein, keine Ahnung, Gomez oder wie auch immer, oder Müller in seiner höchsten Form, das sind schon einige Spieler, die einfach weggefallen sind mit einer Qualität, auch Typen, Leader, die vielleicht aktuell in der Form nicht so vorhanden sind, wie es schon mal war, und demnach muss man das schon auch richtig einordnen können. Das ist wie du richtig sagst. Schweinsteigers und wie sie alle heißen. Ja, genau. Oder Podolski. Ganz gleich, ja. Auch ein Mesut Özil, auch wenn es vielleicht vielen nicht gerne fehlt da. Und das sind Sachen, die einfach eine Generation geprägt haben. Das war ein goldener Jahrgang. Und jetzt ist ja eine neue Generation. Und es wird nicht jede Generation das Potenzial haben, Weltmeister zu werden, außer gefühlt in Frankreich mittlerweile. Ja. Aber da ist es schon so, dass man sagen muss, ja, das ist dann auch irgendwo der normale Mechanismus, dass man nicht so läuft. Bitter, dass er jetzt die EM kommt, aber wie gesagt,
Schau mal, was dann dort überhaupt passiert, weil dort zählst dann. Apropos goldener Jahrgang, kann man auch so sagen, wir haben einen. Und das ist wirklich so, also wenn man jetzt durch die Bank schaut, wer dann vor allem auch eingetauscht wird, welche Qualität dann noch von der Bank kommen kann und kommen wird, auch im nächsten Jahr, das ist schon sehr, sehr großartig. Und wenn man sich die Abwehr anschaut, wenn man das Mittelfeld sich anschaut, das ist schon mal ganz gut. Und wenn dann noch die Stürmer auch noch in Form sind, weil man kann ruhig sagen, Michi Gregoritsch tut sich noch ein bisschen schwer in Freiburg heuer in der Saison, Marko Arnautović verletzt, also wenn die dann auch noch, Kalajdzic kommt zurück, also wenn die dann auch noch treffen, ja dann alles Gute. Also das war gestern ja eigentlich noch nicht ganz das, was Österreich noch zeigen kann, obwohl schon sehr, sehr gut war. Also das wird schon sehr, sehr lässig, was wir da auf die Beine bringen. Übrigens, ein Bundesligaspieler hat gestartet, Alexander Schlager. Und mehrere sind dann reingekommen. Das ist natürlich sehr, sehr positiv. Hoffentlich wird es auch bei der Euro nächstes Jahr so sein. So, ÖFB-Team abgehackt. Wir konzentrieren uns wieder auf die beste Liga der Welt. Das DBLDW Auge. Nein, es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Klaus Augenthaler, der wird ja zugeschaut haben gestern sicher. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Und sich auch natürlich mit vielen Freunden aus Österreich mit Sicherheit unterhalten haben. Wie toll es nicht ist, so wie viele wahrscheinlich das gemacht haben mit vielen deutschen Freunden. Ich habe ja noch vier Tweets rausgesucht oder Kommentare zu Reaktionen. Ja, heraus. Ich habe es nämlich an meinem Handy, aber das Handy filmt nicht. Also, sehr blöd. Im Schnelldurchlauf. Sané attackiert wie LKW-Fahrer Klimakleber. Kann man als Ausrichter einen EM eigentlich auf den Startplatz freiwillig verzichten. neues Ziel für die Heim-EM, nicht alle drei Gruppenspiele verlieren. Und zu guter Letzt können wir einfach nur Gastgeber sein und selber nicht antreten. Also waren sehr schöne Kommentare dabei. Ich habe einen im Kopf ungefähr, so wortwörtlich kann ich zurückgeben, so quasi, hey, was wollt ihr, war doch toll mit dabei zu sein, ein tolles Spiel und gewinnen ist so toxisch. Also das war auch, finde ich, auch gewinnen ist toxisch. Das war ganz schön. So, aber jetzt zurück zur Admiral Bundesliga. Wir haben natürlich auch wieder einen Spieltag, der einiges Brisanz mitbringt, vor allem was Rapid Wien betrifft, denn wir wissen, gibt es dort einen neuen Trainer, der wie starten wird am Sonntag gegen Blau-Weiß-Linz zu Hause? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Pflichtsieg sein sollte, aus Rapid-Sicht wird es aber trotzdem sein. Also ich glaube, es kann natürlich in beide Richtungen sehr, sehr gut losgehen, oder? Fabio, was meinst du? Also es ist ein, ich habe es angesprochen in der letzten Runde, eigentlich ein Los, über das du dich freuen solltest, weil Blau-Weiß-Linz ist der Aufsteiger. Blau-Weiß-Linz bei weitem nicht überperformt. Die haben eine großartige Entwicklung in der Saison gemacht, haben sich gefunden, sind sicher nicht leicht zum Bespielen, aber sagen wir, die Mannschaft, die jetzt leicht zu bespielen ist aktuell, okay, Lustenau sind aktiv, ja. Und die WSG Tirol hat ein bisschen die Themen und dann sind wir schon fertig. Deswegen, Blau-Weiß-Linz ist sicher ein einfacher Gegner jetzt, aus einer doch längeren Pause, wo man ein bisschen hat arbeiten können. So, und wenn es da halt nicht klappt, dann wird es auch gegen andere Teams schwer werden. Du spielst zu Hause, das kommt auch noch dazu. Und ja, Wahrheit kannst du es erst richtig ab früher bewerten, aber es sind elementar wichtige Spiele, ob Rapid noch in den Top 6 eine dominante Rolle spielen will oder eher nur mehr fast Außenseiter sein möchte. Die klassische Frage von Sky, ORF und anderen Kollegen ist dann immer, kann ein Trainer in so einer kurzen Zeit schon so viel bewirken? Es gibt übrigens keinen Trainereffekt. Ich wollte gerade sagen, der Trainereffekt wäre, ein guter Trainer würde ja das erste Spiel verlieren, wie wir wissen. Und das ist immer unsere alte Diskussion, gell? Es gibt keinen Trainereffekt und das erste Spiel, ich habe das schon sicher 10-mal gesagt, ja. Aber Fabio hat jedes Mal den Kopf geschüttelt, ich wollte das jetzt nur noch einmal machen. Genau. Passt gut. Schön. Auf jeden Fall eine spannende Ausgangssituation, wo natürlich medial in Österreich sehr viel hinschauen wird, weil eben sehr aufregend zum ersten Mal mit Red Bull-Vergangenheit ein Trainer bei Rapid. Bin auch gespannt, wie die Fans ihn dann aufnehmen werden in Hütteldorf. Eigentlich war die Lösung, haben wir jetzt nur gedacht, die letzten Tage total unkreativ, oder? Also Klaus war schon letztes Jahr bei der Austria im Gespräch. Das ist die Art von Fußball, die Spitzenteams in Österreich jetzt alle versuchen zu spielen und dann holt man auch so einen Trainer. Wäre mir eingefallen. Die Frage, ja. Weiß ich nicht. Ja, das. Aber Blau-Weiß-Linz als Gegner. Also dieses Abwerten. Was heißt, dir wäre das eingefallen? Du hast dich jetzt, glaube ich, nicht intensiv damit beschäftigt. Na, du hättest Marcel Koller eingestellt. Ich hätte ja angerufen und gesagt, tut Fabio, du wirst nicht glauben, aber der ist es. Ja, ein Zitat, sehr schön. Genau, das hat er zu wem hat er gesagt, der Katzer? Du hast mir so erzählt. Zu Kulowitz, glaube ich weiß es nicht, ja.
Nein, zu Gartler. Zu Gartler hat er es gesagt, zu René Gartler. Ja. Nach Gespräch, nach Telefonat mit Klaus, du wirst das nicht glauben, aber der ist es. Aber Fakt wird sein, einfach offensiv die Chancen, die man kreiert, und die wird man auch gegen Blau-Weiß Linz kreieren, zu verwerten, defensiv in entscheidenden Phasen dann stabil zu bleiben. Und ja, ob das jetzt der Trainer so wild innerhalb von einer Woche beeinflussen kann, ich glaube, auch Zocki Barisic hat einen ganz guten Job gemacht, auch wenn er tabellarisch unter den Erwartungen liegt. Samstag 17 Uhr, drei Heimspiele für die ersten drei in der Tabelle, Red Bull Salzburg, LASK und Sturm Graz. Eines von sehr wenigen Samstagspielen in Zukunft hoffentlich für viele, weil sie ja noch die Chance haben zu überwintern in der Europa League für alle drei oder auch in der Conference League. Das heißt, wie glaubt ihr, wird dieses Spiel angelegt werden, nachdem ja in der Woche drauf ja dann schon die nächsten schweren Spiele da sind, vor allem für Sturm, Rakow dann zu Hause. Wichtiger Sieg dann in dem Fall, wird Trainer Chris Ilzer oder auch die anderen beiden Trainer ein bisschen durchrotieren? Schwierig, sie kommen ja andererseits, kommen sie eigentlich aus der Pause heraus. Gut, Salzburg hat halt wieder viele Spieler nicht da gehabt. Gut, trifft beim LASK bei Sturm auch ein bisschen zu. Einfach drei Pflichtsiege, also ich glaube, da gibt es relativ wenig zu diskutieren. Trotzdem, Salzburg hat sicher die schwierigste Aufgabe, klar, Hartberg also ist extrem Salzburg, Hartberg, genau, LASK, WSG, Sturm, war auch auswärts im Cup dann sehr knapp vor kurzer Zeit erst. Glaube trotzdem aber, dass es drei Pflichtsiege sein sollten und müssten. Ja, sollten Pflichtsiege sein, wie du ansprichst, aber es wird nicht einfach sein und es wird, man muss auch sagen, bei guten Mannschaften ist es so, dass vielleicht nicht immer alle Spieler zur Verfügung stehen in den ganzen Trainingswochen zwischen der Länderspielpause. Also Beispiel Salzburg ist ja, ich weiß nicht, wie die trainieren sollen. Die können Individualtraining machen mit den fünf Verbleibenden. Ja, und interessant wird schon sein, natürlich, was bei Austria Lustenau, was Schneider ist ja im Prinzip so der Übergangsmensch, der das jetzt derzeit macht. Interimstrainer ist das Wort, nachdem du suchst. Ja, weil er ist ja gleichzeitig auch Sportdings da auch. Also dann ist ja Sportdirektor. Ah ja, Sportdirektor. Steht auf der Webseite zum bei Austria Lustenau. Übergangsmensch. Übergangsbetreuungsmensch. So, da haben wir unseren Titel, die DBLW Vorschau, Übergangsmensch. Ja, sehr schön. Sehr gut. Passt, das auch erledigt. Auf jeden Fall Übergangsmensch, Schneider wird schon ein bisschen Zeit gehabt haben, sich etwas zu überlegen. Und es wird schon interessant sein, wie die Lustenauer Austria auftritt, wobei ich nicht erwarte, dass sie ein Offensivfeuerwerk abbrennen und damit Sturm überraschen wollen. Aber wer weiß. Ich schätze eher, sie werden wieder defensiv. Und die WSG, natürlich kommt mit dem Rückenwind von diesem famosen Alltagssieg vor der Länderspielpause. Und der LASK hat die große Enttäuschung noch drinnen vom verlorenen Derby. Also Badabam, interessant. Ja, wird eine interessante Runde. Wir blicken aber trotzdem schon auf eine weiter, denn auch das, kann man ruhig sagen, wird sehr, sehr brisant werden. Das Ländle-Derby ist mittlerweile schon ausverkauft, aber trotzdem, da ist jetzt schon sehr viel Brisanz drinnen, oder? Man muss sich das nochmal vor Augen halten, wie wenig Leute ja trotzdem in Vorarlberg oder vor allem in Altach oder so weiter wohnen, und die schaffen das innerhalb von zwei Tagen, dieses Derby auszuverkaufen. Ist ja sensationell, toll für die Admiral-Bundesliga, toll für den Fußball in Vorarlberg und toll für uns alle, wenn doch Anfang Dezember, ja, Derby, klar, aber wenn Anfang Dezember bei alles andere als angenehmen Temperaturen, vor allem in Vorarlberg, als Fan, ja, dass das einfach sofort ausverkauft ist, wo man auch dazu sagen muss, es spielen jetzt nicht beide Teams um die Top 3, Top 4 mit. Ich finde das großartig und ein großes Lob an die Vorarlberger Fußballfans. Ich kann es nur nochmal vorlesen. Der Cashman SC Altach freut sich mitzuteilen, dass das Vorarlberg-Derby in Altach ausverkauft ist. Bereits im Vorverkauf zeichnete sich der Sellout ab. Dieser wurde nun zwei Tage nach Öffnung des freien Kartenverkaufs erreicht. So erleben auch beim dritten Heimderby 8.500 Zuschauer die Partie zwischen den beiden Lokalrivalen. Zur Einordnung, in Altach leben, glaube ich, rund um die 10.000 Leute. Also ich glaube sogar 7.000. Ja. Und natürlich kommen da viele aus Vorarlberg, aber super und cool. Großes Kompliment. Ja, aber auch Vorarlberg hat halt knapp 400.000 Einwohner. Das ist so Großraum Linz oder Großraum Graz, wenn man das so vergleichen kann. Und es gibt dann schon andere Vereine auch noch, die Fans haben. Also ist schon wirklich beeindruckend, ja. Perfekt, ja. Sehr, sehr cool. Und da werden wir sicher nächste Woche dann noch genauer aufs Spiel eingehen, aber die News gehört, finde ich, einfach erwähnt, ja. Das klingt großartig. In dem Fall kommen wir schon zum Abschluss unseres kleinen Appetizers für die nächste Runde, unserer DBLDW-Vorschau, zu unserem DBLDW-Alumnus. Der DBLDW-Alumni.
Alumnus. Genau, habe ich ja gesagt. Hat er gerade noch so die Kurve bekommen, der Herr Matthias. Übrigens, mir ist letztens aufgefallen, ein ÖFB-Teamspieler ist der absolute Hybrid von mir und vom Herrn Pascodini. Ein Teamspieler? Ein ÖFB-Teamspieler und Bundesliga-Kicker. Inwiefern Hybrid? Aus unseren beiden Namen. Das ist jetzt nicht so extrem. Ach so, Matthias Seil. Ja, natürlich, stimmt, ja klar. Das ist quasi der fleischgewordene Teamspieler aus Matthias Pascodini und Thomas Seil. Ja, dann Glückwunsch zu den 6 Minuten gestern. Danke. Also wirklich toll, wie ihr euch da einstellt auf das Niveau jedes Mal. Also das ist echt gut adaptiert. Ich glaube auch, also wir holen das Beste aus den beiden roten und schwarz-weißen Welten raus. Spaß beiseite. Jetzt kommen wir zurück zu unserem DBLDW-Alumnus. Wer ist es denn heute? Ich bin schon sehr gespannt. Ja, ich habe eigentlich einen vorbereitet, den ich mir dann weggenommen habe. Weil kann man ruhig erzählen, die Geschichte. Also, ich habe mir gedacht, ich nehme den Torschützen vom letzten entscheidenden Treffer beim letzten Sieg von Österreich gegen Deutschland, nämlich Alessandro Schöpf, und dann hat der Thomas relativ schnell, der Fabio relativ schnell richtig festgestellt, aber der hat ja nie in Österreich gespielt, und das ist tatsächlich richtig, weil der ist nämlich nach seiner Zeit in der österreichischen Bundesliga. Genau, nach seiner Zeit in der Akademie Tirol sehr schnell, wobei man könnte ja sagen, er ist vielleicht in der Toto-Liga, ist dann nein. Okay, funktioniert. Die beste Jugendliga der Welt, nein. Und der ist ja dann relativ früh nach Deutschland gegangen, deswegen kommt er nicht in Frage, aber ich erzähle euch trotzdem, dass er bei den Vancouver Whitecaps spielt seit Sommer 22 und jetzt im Playoff in der ersten Runde in der MLS ausgeschieden ist gegen LAFC. Er spielt gemeinsam mit Sebastian Berhalter, mit dem Sohn von Greg Berhalter, den wir alle noch aus der deutschen Bundesliga kennen, und der auch als US-Teamtrainer. Interessant ist, die Vancouver Whitecaps gründeten sich als Vancouver 86ers, also ein bisschen in Anlehnung an die San Francisco 49ers, und das aus dem Grund, weil sie 1986 gegründet wurden, sehr sympathisch, weil das ist mein Geburtsjahr, und gleichzeitig ist auch die Stadt Vancouver 1886 gegründet worden, und er ist jetzt aber schon, hat schon Pause, weil im Februar geht der MLS wieder los. Und was macht er jetzt? Ja, völlig richtig. Er bringt einerseits Zeit in Düsseldorf, wo seine Freundin herkommt, und gleichzeitig wird er dann auch ins Ötztal nach Hause fahren und dann ein bisschen zum Entspannen auf die, genau, Malediven. Alessandro Schöpf müsste man sein. Was sagt er wieder MLS im Vergleich zu Europa? Das höhere, das ist höher in Europa. Halt, stopp. Wir hätten nicht wirklich noch einen DWL. Es gibt keinen Alumni. Aber Stevie Liner. Stevie Liner ist zurückgekehrt ins Training, und das freut uns natürlich auch sehr nach seiner Lymphdrüsenkrebs hat er gehabt, oder? Ja, Stefan Leiner ist zurückgekehrt. Ist zurückgekehrt ins Training, freut uns natürlich. Also die Therapie hat angeschlagen, war erfolgreich, und er kann wieder Fußball spielen. Und man wünscht ihm, dass er dann wieder in den nächsten Wochen, Monaten dort wieder hinkommt, wo er mal war. Der hat ja so eine schwierige sportliche Phase irgendwie hinter sich gehabt. Nur das Beste an ihn. Mit Ansage, ich sag's jetzt gleich, mit Ansage nächstes Jahr bei der Euro dabei. Sehr schön. Und seine Karriere, ja, auch. Ja, Möglichkeiten gibt's ja. Es ist jetzt, ich meine, Bosch spielt es eh ganz gut, aber es ist dann doch dann Philipp Mwene, der manchmal auch auf der Seite spielt, und es ist jetzt nicht so, dass es so, also ich habe schon das Gefühl, dass es brauchen könnte, einen guten Stevie Liner. Also ich glaube, dass wenn wir im österreichischen Fußballnationalteam eine unter Anführungszeichen Baustelle haben, dann ist es die Außenverteidigerposition links und rechts, wenn man da nicht wirklich jemanden fix sich herauskristallisiert. Und da wäre Stevie Liner mit seiner Erfahrung, wenn er fit ist, auf jeden Fall auch fürs Team, für den Kader sicher eine Bereicherung. Den kannst du immer bringen, auf gut Deutsch. Ja, 4-mal österreichischer Meister, 3-mal österreichischer Cupsieger und 2-mal Meister der Regionalliga West. und hat übrigens die gleiche Agentur wie Neo-Rapid-Trainer Rapid ist bei Roof. Okay. 38-facher ÖFB-Nationalteamspieler. Ja, wir freuen uns sehr, dass er wieder zurück ist und bei Borussia Mönchengladbach wieder im Training ist. Alles, alles Gute, hoffentlich, dass er dort auch zum Einsatz kommt und dann vielleicht auch wieder im ÖFB-Nationalteam. Das wäre natürlich so eine wunderschöne, wirklich wunderschöne Geschichte, wenn er nächstes Jahr in Deutschland dann noch dazu bei der Euro mit dabei wäre. Was dürfen wir noch als Link-Tipp? Ja, ganz klar. Robert Klaus gegen Stefan Raab, Spiel 1 ist in den Shownotes einfach anschauen, und wer Lust auf mehr hat, man findet auf YouTube sämtliche Spiele, die er gewinnt oder verliert, und ja, und er hat seinen Co-Trainer jetzt, Thomas Kraus wird Co-Trainer, haben wir in der in der 175. Runde klassisch daneben getippt mit Zoccolo. Thomas Kraus, er war bei Fortuna Köln zuletzt Assistent von Markus von Aalen, der wiederum einst der Co-Trainer von Thomas van Heesen war. Thomas van Heesen bei Kaffenberg, ja, genau. Und davor bei Arminia Bielefeld.
das weiß ich wiederum nicht. Ich habe da mal eine Geschichte gemacht über Van Heesen, wie der nach Kapfenberg gewechselt ist und der Mitgründer von Elf Freunde, Reinaldo Kudu, der Fotograf und der war Designer am Anfang, hat dann auf den Artikel, den ich geschrieben habe, hat er geschrieben, er ist der Meinung, dass Kapfenberg den sicheren Abstieg verpflichtet hat. Ich kann mich nicht mehr erinnern, also es war ein bisschen suffisant gemeint, aber ich weiß nicht mehr, ob die wirklich abgestiegen sind. Aber das war aber eine komische Phase von Heesen, oder? Waren mit den Spielern, die er geholt hat, aber er dürfte sehr moderne Trainingsmethoden gehabt haben, was man so gehört hat. Ja. Aber das ein anderes Mal. Link-Tipp anschauen, zahlt sich auf alle Fälle aus und ansonsten, ja, ihr habt da immer die finalen Worte. Guten Tag. Tschüss. Die beste Liga der Welt. Ist ja auch, das ist falsch. Welche Liga das sein soll? Ja, es ist naja. Aber es gibt nur eine beste Liga der Welt. Ja, aber die Kultur schon wieder ausprobiert.